Joho, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fantasy Life. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben unser Leben selbst in die Hand genommen und tragen jetzt voller Stolz einen Pisspot auf den Kopf. Naja, Hauptsache er schützt uns vor Monstern oder gefährlichen Kreaturen aus der Tiefe, die man auch als Monster bezeichnen könnte. Ach, ist doch auch egal. Wir sind Söldner und unsere Aufgabe ist es, die Menschheit zu beschützen und Geld dafür zu kassieren. Finde ich ziemlich cool. Wir haben viel über unsere Großschwerttechnik gelernt und jetzt sind wir mit unserem Schmetterlingsfreund erstmal wieder auf dem Weg zurück nach Hause in unsere kleine Dachkammer. Oh, hallo Mac. Sie ist schon lange weg. Ich mache mir schon Sorgen. Oh! Ach weh, da bist du ja. Ich wollte nur mal sehen, ob du schon daheim bist. Wie war's? Das war ja mal ein hektischer Tag. Um ehrlich zu sein, sind wir beide müde. Na nun, wer ist das? Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Flatterling. Mona hat mir heute echt geholfen. Oh, die Freude ist ganz meinerseits. Ich bin Mac, die Vermieterin. Der erste Tag im Arbeitsleben und schon bringt sie jemanden mit, für den ich kochen soll. Es ist nicht so einfach, sich um so viele Leute zu kümmern, aber sie wird schon nicht so viel essen. Oh, es tut mir leid. Ich werde versuchen, dir nicht zur Last zu fallen. Bitte lass mich hier bleiben. Oh, mach dir da keine Sorgen. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich bin keine gemeine Vermieterin. Außerdem machst du mich neugierig. Einen sprechenden Schmetterling sieht man nicht alle Tage. Besuch mich doch ab und an mal. Du bekommst auch leckeres Zuckerwasser. Oh, yippie, vielen, vielen Dank. Es scheint, du bist auf dem richtigen Weg in deinem Leben. Übrigens, ich habe hier ein Geschenk für dich. Weißt du, dieser Raum ist ziemlich kahl, deshalb habe ich das hier für dich. Toll, ein verschlissener Stuhl. Und mein Mikrofon dreht sich. Moment, Sekunde, mein Mikrofon ist gerade einfach am... Es stirbt. Sekunde. Aha, jetzt geht's wieder. Mein Mikrofon hat einfach gerade so ein Door-Barrel-Ding gemacht. Hey, ein verschlissener Stuhl. Wahrscheinlich war das genauso entsetzt darüber wie ich, aber ja gut. Eine kleine Dekoration macht einen großen Unterschied. Stell es doch ruhig auf. Dein Zimmer ist dein Zuhause. Wann immer du dich dort aufhältst, wird das Symbol Mein Zimmer auf dem Touchscreen zu sehen sein. Im Menü Mein Zimmer kannst du deine Post lesen, Items lagern etc. Mit Neu anordnen kannst du dein Zuhause ganz nach deinem Wunsch umgestalten. Richte dein Zimmer, steh recht ein, sammle Möbel, halte ein Haustier oder verschaffe dir mehr Platz durch einen Umzug. Du hast die Wahl. Ja, wir können tatsächlich unser eigenes Zimmer so gestalten, wie wir wollen. Was haben wir im Lager? Achso, das sind nur unsere Sachen, die wir ins Lager einpacken können. Neu anordnen, genau das wäre es. Einrichtung und haben jetzt einen Stuhl und den platzieren wir jetzt. Den können wir entsprechend halt jetzt bewegen, hier in dem Bereich. Auch drehen. Wenn wir einen Tisch hätten, könnte ich ihn da hinstellen, aber sonst kommt er jetzt erstmal nur das Fenster stellen. Da kann man schön rausgucken. Das ist doch schön. Das sieht doch gut aus. Kann man so schön aus dem Fenster schauen. Das ist genau richtig. Oh, sieht das nicht nett aus? Jetzt, da du deinen Weg im Leben gefunden hast, kannst du endlich arbeiten und Gulden verdienen und Miete zahlen. Schön, damit kannst du dann alle möglichen netten Sachen für dein Zimmer kaufen. Oh, sobald du einige Gulden gespart hast, kann ich dir auch größere Zimmer zeigen. Ich betreibe das Maklerbüro im Erdgeschoss, das weißt du doch, oder? Wenn du mehr wissen willst, komm ruhig herunter und schau dich um. Ja, Gulden und Sterne sind schon wichtig, aber der Schlüssel zu einem glücklichen Leben ist Wonne. Mit genügend Wonne kannst du daheim und auf Reisen alle möglichen Vorteile genießen. Vergiss nicht, nach deinem aufregenden Tag voller Abenteuer nach Hause zu kommen. Das ist das Geheimnis für ein Leben in Wonne. Ich muss jetzt weiter, meine Liebe. Denk dran, dich ein bisschen auszuruhen, Mona. Dir wünsche ich ebenfalls eine gute Nacht, Flatterling. Gute Nacht, bis bald hoffentlich. Apropos Wonne, wir haben gerade eben Wonne gewonnen, weil wir seit einer Stunde in Riviera herumlaufen. Wonne klingt doch großartig. Du solltest so schnell wie möglich an Wonne gelangen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, mit wie viel Wonne du dein Leben füllen kannst, Mona. Da flattern mir ja die Nerven vor Aufregung. Und rein zufällig, hör dir das mal an, Mona. Du wirst nie erraten, was ich kann. Ich kann nämlich deine Wonne für dich prüfen. Mit dieser Reaktion habe ich nicht gerechnet. Okay, ach, auch egal. Wann immer du wissen willst, wie viel Wonne du gerade hast, frag mich einfach und ich rechne es dir aus. Willst du es mal versuchen? Na klar doch. Na gut, Mona, schauen wir uns das mal an. Schauen wir, was deine Wonne so macht. Yippie, das ist so toll! Also, wir haben den König getroffen. Wir haben ein neues Leben als Söldner begonnen. Das erste Mal ein Level abgemacht und eine Stunde in Riviera verbracht.
Wonnebonus, Glückwunsch, wähle deinen Wonnebonus. Eine größere Tasche, ein größeres Lager. Leben mit einem Tier. Teile dein Zimmer mit einem Tier und bestreite Abenteuer mit ihm. Halte dir eine Katze, einen Hund und mehr. Pferde reiten. Da kann ich jetzt mit dem Pferd reiten. Da kann ich bessere Sachen einkaufen. Da kann ich, wann immer ich möchte, meine Frisur ändern. Fröhliche Musik in meinem Zimmer hören. Ich hätte gern ein Tierchen. Ja. Juhu. Gut gemacht, Mona. Wenn du Wonne weiterhin so schnell sammelst, dann kannst du dein Leben mit spaßigen Vorteilen so richtig lebenswert machen. Wonne erhältst du, wenn du deinen Alltag genießt. Du erhältst Wonne auf vielerlei Arten. Lebe dein Leben, knüpfe Freundschaften und ähnliches. Gehe zu Flatterling in dein Zimmer, um zu sehen, wie viel Wonne du hast. Wonneboni erhältst du beim Erreichen eines bestimmten Wonnewerts. Mit Wonneboni kannst du deinen Aufenthalt in Riviera weiter versüßen. Versuche, so viel Wonne wie möglich zu verdienen, um Unmengen an Boni freizuschalten. Sag einfach Bescheid, wenn du willst, dass ich deine Wonne prüfe. Wenn wir unterwegs sind, versuche ich dich nicht zu stören, Mona. Aber sobald wir in deinem Zimmer sind, nutze ich die Gelegenheit, um meine Flügel auszustrecken. Wenn du dich also mit mir unterhalten willst, komm einfach hierher und ich werde für dich da sein. Heute war ja so spannend, oder? Oh, ich bin wirklich froh, dass ich dich erwählt habe, Mona. Nein, vergiss, dass ich gerade etwas gesagt habe. Mona, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Riviera so zu bieten hat. Du wirst während deiner Reisen durch Riviera auf viele verschiedene Quests stoßen. Jede Quest hat eine eigene Belohnung, also nimm so viele wie möglich an. Im Questmenü findest du Informationen zur Story und den Quests. Öffne das Questmenü über das Quest-Symbol auf dem Touchscreen, um eine Questliste zu sehen. Wähle einen Questtitel an, um dir die Details auf dem oberen Bildschirm anzuschauen. Informationen zur Story-Quest findest du unter Story auf dem Touchscreen. Ich hoffe, dass du und ich die besten Freunde überhaupt werden. Na gut, Schluss für heute. Gute Nacht, Mona, und träum was Schönes. Oh, das war ein aufregender, spannender Tag. Neues Leben, eine neue Zeit. So viele Abenteuer. Vielen, vielen Dank für heute. Ich hatte sehr viel Spaß. Was wohl der morgige Tag bringen wird? Ich kann vor Aufregung nicht einmal schlafen. Ich hoffe, dass du und ich große Dinge vollbringen werden. Es gibt ein Geheimnis, das ich lüften muss. Ein großes Geheimnis, verborgen in dieser Welt. Vielleicht ist es schon zu spät, aber mit deiner Hilfe vielleicht. Das ist unser Schmetterling, der da im Schlafe spricht. Ah, ich liebe diese Szene von Riviera. Das ist so hübsch. Das drückt so richtig alles aus. Ich weiß, wir können es überspringen, aber ich will es mir nochmal angucken. Man kriegt hier so richtig das Gefühl, in dieser großen Stadt Teil dessen zu sein. Und ja, mit Luftschiffen werden wir auch noch fliegen. Zumindest teilweise. Das ist so cool. Das macht übrigens der Schreiner, ne? Also, die vielen verschiedenen Berufe, der Holzfäller. Wir werden uns halt einfach recht bald auch noch einen zusätzlichen Beruf zulegen. Aber erstmal gehen wir natürlich dem nach, was wir jetzt machen können. Okay, ich werde jetzt tatsächlich überspringen, weil die Szene kennen wir ja schon. Träumen wir also noch einmal von unserem liebsten Ort und von einer Explosion? Hä? Bin ich etwa schon wieder aus dem Bett gefallen? Guten Morgen, Mona. Du bist mit dem Kopf böse aufgeschlagen. Geht's dir gut? Gut, dass du deinen Suppentopf auf dem Kopf hattest oder Pisseimer, was auch immer. Du hast mir echt Angst gemacht, so aus dem Bett zu fallen. Vielleicht hätte ich dich nicht an der Nase kitzeln sollen. Oh, ich hab nichts gesagt. Vorher hat es sich so angehört, als wäre ein Brief in deinen Briefkasten gelandet. Mona, ich will wirklich mehr über Riviera erfahren. Ich meine, ich will in die weite Welt hinaus und dort alles Mögliche tun. Das Menü Flatterlings-Aufträge wurde aktualisiert. Jetzt haben wir also auch noch Flatterling-Quests.
Flatterlings-Aufträge wurden dem Questmenü hinzugefügt. Sprich mit Flatterling, um mit der Story fortzufahren. Und draußen fängt es gerade an zu regnen, wie verrückt. Eieiei. Durch das Erfüllen von Flatterlings Aufträgen erhältst du Wonne. Hast du Wonne erhalten, geh in dein Zimmer und rede mit Flatterling. Im Menü hatten wir das vorhin auch schon gesehen, die Flatterlings-Aufträge, als wir mal bei den Quests waren. Mit Fortschritt der Story werden sich mehr und mehr Gebiete eröffnen, die du erkunden kannst. Erforsche Reveria mit deiner Gefährtin Flatterling. Ja, dann erforschen wir mal Reveria. Brauche ich gerade nicht. Aber danke. Ich habe einen weiteren Brief bekommen. Ist ja voll modern hier, dass ich so Infos über meine Briefe kriege. So. Ich mal raus aus meiner kleinen Butzebude. Was haben wir denn hier? Oh, noch ein Brief vom König. Hallo Mona, Gratulation zu deinem neuen Leben. Doch das Abenteuer hat gerade erst begonnen. Viele Geheimnisse warten darauf, von dir entdeckt zu werden. Viel Glück, König Erik von Castell. Mann, das ist ja voll cool, ey. Ich meinte, yay! Gehe zur Göttinnenstatue auf dem Hauptplatz. Okay, was gibt's da? Ist das Stress? Soll ich helfen? Oder einfach beten? Flatterling wollte sie wahrscheinlich einfach nur sehen. Da sind wir! Die Göttinnenstatue! Zumindest nehme ich das an. Klingt aber gar nicht so sicher. Nun, ich bin neu in Castell, aber das ist die Göttinnenstatue, oder? Bist ein neugieriger kleiner Schmetterling, oder? Aber ja, das ist die Statue der Göttin des Lebens. Willst du etwas über sie wissen? Naja, was hat sie gemacht? Es heißt, sie stieg vor langer Zeit nach Reveria herab, um die Welt vor der Zerstörung zu bewahren. Was meinst du? Ich bin nicht wirklich sicher, was passiert ist. Reveria war wohl in großer Gefahr. Und die Einwohner flehten um Erlösung. Die Göttin hat ihre Wünsche gehört und ihre Kraft genutzt, um Reveria zu retten. Sie konnte ihre Wünsche hören? Genau, manche nennen sie auch die Göttin der Wünsche. Nachdem sie Reveria gerettet hatte, haben viele Menschen die Göttin besucht. Sie hat einen Wunsch nach dem anderen erfüllt, aber es gab so viele, dass es ihr nicht möglich war, allen Menschen zu helfen. Dann hatte sie einen Geistesblitz, anstatt alle Wünsche selbst zu erfüllen, gab sie den Menschen die Kraft, sich gegenseitig Wünsche zu erfüllen. Sie hat viele verschiedene Berufe erschaffen, damit wir uns gegenseitig helfen. Wir nennen das... ein Leben! Mhm. Ja, sie hat den Leuten ermöglicht, andere durch ihre Arbeit Wünsche zu erfüllen. Das ist ein Leben. Deshalb wird sie die Göttin des Lebens genannt, richtig? Ja, heutzutage werden aber weniger Wünsche erfüllt als früher. Wieso? In letzter Zeit widmen sich immer weniger junge Leute einem Leben. Dann will ich die Welt bereisen und die Wünsche von allen möglichen Menschen hören. Vielleicht können so alle sehen, wie wunderbar jedes einzelne Leben ist. Ho, ho, ho. Du klingst ganz wie die große Göttin selbst. Aber ich frag mich, was für Wünsche die Leute haben. Was würdest du dir wünschen, Mona? Ein Tropenvilla, ein großes Haus. Ich möchte reich sein, eine eigene Insel, ein eigener Freizeitpark, ein Gourmet mal ins Ausland reisen, ein riesiger Kuchen, ein Computer, ganz viel Kleidung, Smartphone, Party, Luxusjacht. Ich möchte heiraten, einen Hund, Katze, Vogel, Freunde aus aller Welt, eine glückliche Familie, einen Seelenverwandten, viele Konzerte besuchen, viele Filme, mein Idol treffen, viele Freunde haben, die Vergangenheit zu sein, einzigartig zu sein, meine Familie stolz zu machen, mich verlieben, super toll gehen. Alter, was ist los? Mit mir zufrieden zu sein, selbstlos zu sein, in Bergen leben, im Rampenlicht zu stehen, bei meiner Familie zu sein, Profi zu werden, super gut kochen, beliebt sein, meine eigene... Wo war das denn hier mit dem bei meiner Familie sein? Ja, das ist ein definitiver Wunsch, aber eine glückliche Familie. Und zu meiner Familie zähle ich auch meine engsten Freunde mit dazu. Eine glückliche Familie. Das würde ich mir wünschen. Ja. Das würdest du dir also wünschen? Ich weiß schon, was ich mir wünsche. Und was ist das? Das ist ein Geheimnis. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass sich dein Wunsch irgendwann erfüllen wird, Mona. Ich möchte die Wünsche von verschiedensten Leuten erfahren. Wirklich? Ich bin sicher, dass du dir viele Wünsche von den Leuten in der Stadt anhören kannst. Wenn du einen Wunsch hörst, den du erfüllen kannst, tu dein Bestes, um zu helfen. In Reveria wirst du viele Charaktere treffen, denen du aus der Patsche helfen oder einen Gefallen tun kannst. Wenn eine Person Pünktchen Pünktchen über den Kopf hat, solltest du sie ansprechen. Angenommene Aufträge findest du im Menü sonstiger Aufträge im Questmenü. Also das ist quasi das Questen.
Hast du alle Bedingungen für einen Auftrag erfüllt, solltest du wieder zum Auftraggeber gehen. Als Belohnung wirst du Gulden und/oder Items erhalten. Du kannst zu keinem Zeitpunkt mehr als 30 Aufträge gleichzeitig offen haben. Wenn du schon 30 offene Aufträge hast, wirst du keinen weiteren annehmen können. Du kannst zu schwierige Aufträge jederzeit im Questmenü einfach abbrechen. Mona, helfen wir so vielen Leuten, wie wir können. Mehr kann ich euch im Moment nicht beibringen. Vielen Dank, Mann. Ich fange ständig an, mit ihrer Stimme zu sprechen. Das ist ja merkwürdig, so ansteckt. Vielleicht bist du auch schon viel älter, als es so aussieht. Was? Ich? Nein, Schmetterlinge sind sehr jung. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, könnt ihr mich fragen. Ich bin immer dort auf dem Platz. Anderen zu helfen, wird früher oder später immer belohnt. Hier, ein Geschenk von mir. Oh, cool, ein Amulett. Möge die große Göttin über dich wachen. Ich hoffe, du führst ein erfülltes Leben. Ja, wir haben das mit der Göttin-Statue erlegt. Wunder für uns. Vielen Dank, dass du mich hierher gebracht hast, Mona. Es gibt noch andere Orte, die ich sehen möchte. Wieso gehen wir nicht zusammen? Klar doch. Super, worauf warten wir noch? Gehen wir. So, noch mehr Aufträge von Flatterling. Haben wir so viel zu tun und können noch so ein bisschen Wonne sammeln. Östliche Grasebene, die Stadt ist dort in den Passierbau. Schau auf deiner Karte nach. Ah, das bedeutet, wir können jetzt Quests und Aufgaben in diesem Bereich annehmen. Dann gehen wir jetzt mal in unser Questmenü. Da haben wir jetzt hier Aufträge, die wir machen sollen für unseren Meister. Ja, dann haben wir Flatterlings-Aufträge. Wir sollen uns einmal das mit der Lebensgilde angucken. Dann einkaufen bis zum Umfallen und dann in die Grasebene gehen, um dort Action-Aufträge zu haben. Und das wären jetzt andere Aufträge, die wir machen können. Ich würde aber sagen, erstmal können wir mit dem Opa reden, der will wohl auch noch was. Hallo Jungspund, ich habe gehofft, du schaust vorbei. Also dann, meinst du, du könntest mal zur Grasebene und mir dort ein leckeres, großes Ei besorgen? Es ist so groß, du wirst deine Augen nicht trauen. Ich brauche nur eins, das ist genug für uns alle. Du solltest eins finden, wenn du die Grasebenen absuchst. Als Belohnung bekommst du dann 500 Gulden. Wow. Und meinen alten Bronze durch. Wie sieht's aus? Na klar doch. So gehört sich das, Kleines. Alle möglichen Leute werden dich um Gefallen wie diesen bitten. Das heißt, die vertrauen dir. Ja, und sie geben dir Aufträge. Bring mir dieses Item. Besiege jedes Monster. Sowas in der Art halt. Deine Aufgabe ist es, diese Aufträge zu erfüllen. Also es ist deine Aufgabe, wenn du sie annimmst. Niemand kann dich dazu zwingen, natürlich. Aufträge, die du annimmst, findest du automatisch um sonstige Aufträge im Questmenü. So kannst du schnell nachschauen, falls du mal was vergessen hast. Praktisch, oder? Na gut, ich habe jetzt alles erklärt. Lauf jetzt los und erfülle meinen Auftrag. Hoho! Na klar. Ein großes Ei für Opa. Wir sollen für Opa ein großes Ei besorgen. Und was wollen wir für dich tun, mein Kleiner? Oh, ist der kleine Timmy. Wir brauchen einen neuen Timmy. Wenn ich mit der Quest fertig bin. Hey du, hast du Ahnung von Käfern? Es gibt ganz viele Insekten in Reveria. Schmetterlinge, Grashüpfer und ach ja, genau. Ich erzähle dir noch viel mehr über Insekten, wenn du mir einen königlichen Grashüpfer bringst. Ich gebe dir 200 Gulden und 10 Kastelläpfel. Ich wollte sie selber essen, aber... Na klar. Wirklich? Bringst du mir echt einen königlichen Grashüpfer? Die sind sehr schwer zu fangen, oder? Okay, dann hätten wir damit also auch noch einen neuen Auftrag. So ein paar neue Aufträge, bevor wir jetzt in die Grasebene gehen, um irgendwas zu machen, sollten wir einfach annehmen, sonst bringt das nichts. Die Lebensgilde, wir könnten, glaube ich, jetzt gleich schon neues Leben anfangen, weiß ich gar nicht. Unser Leben quasi wechseln. Hätten dann aber auch erstmal wieder eine Masterquest. Ich möchte jetzt erstmal ein bisschen stärker werden. Hey, da sind ja unsere beiden Rabauken. Ich krieg schon mit, wie all mein Bruder und mich verurteilen. Ich meine, alle meinen Bruder. Das kann ich nicht aussprechen, Mann. Aber die haben alle keine Ahnung. Wir sind ehrliche Bürger, ehrlich. Wir sammeln Müll auf und so. Alter, krass. Mischwarenladen. Na gut. Da ist ein Kätzchen. Miau. Ich habe eine Miau-Aufgabe für dich, Miau-Freund. Ich möchte Tanzfische Kastellbrassen. Die Naschkatze will fauchterlich viele. Selbst Anfängerangler können sie sich einen Fauch im Kastell krallen. Kannst du mir tatsächlich 5 Kastellbrassen bringen? Ich bin so fauchterlich hungrig. Ich gebe dir selbstverständlich eine Belohnung. 5 gelbe Schmetterlinge und 200 Gulden. Oh, ich bin aber noch kein Angler. Tut mir leid. Wie entmiautigend. Wieso nicht? Ich bin aber kein Angler. Ich kann nicht angeln. Es wäre ungünstig, wenn ich jetzt versuche... versuchen würde zu angeln. Hallo, Helmut. Ich gerne nicht, ich schwöre.
Ich bin nicht schläfrig, echt. Aber nur für den Fall, vielleicht könntest du mir die drei Anti-Schlafmittel, könntest mir drei Anti-Schlafmittel bringen, gleich drei auf einmal, verstehst du? So drei Red Bull wären total toll. Dafür gebe ich dir auch 700 Gulden. Okay. Ach, ich werde im Dienst immer so schläfrig. Nein, 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 ich muss wach bleiben. Oh Gott. Da fühle ich mich ja gleich viel sicherer mit solchen Stadtwachen hier. Die haben es bestimmt voll drauf. Schlafwandel hier, die Gegner abhalten. Oh, noch eine Quest. Mysterius. Guten Tag, Passant. Ich freue mich, dass du hier bist. Und? Ich habe einen Auftrag. Ich wollte den Torwächter dort fragen, aber vielleicht sollte ich es ja sein lassen. Ach, er hat mich schon wieder gemustert. Mein Auftrag lautet Schlafstaub, die Sorte, die man auch für Schlafbomben nutzt. Ja, 5 Prisen Schlafstaub. Sie sind mein Begehr. Du wirst dafür 800 Gulden und 3 Antischlafmittel erhalten. Super, die brauche ich für den Typen da hinten. Annehmen. 5 Prisen Schlafstaub, vergiss meinen Auftrag nicht. Warum starrt mich dieser Porter immer so an? Habe ich vielleicht etwas auf meiner Kleidung? So zu starren gehört sich nicht. Also er wird von Porter angestarrt. Ich glaube, das hier ist Porter. Mein Name ist Porter, mit einem P. Meine Aufgabe ist es, die Portale zu bewachen. Nein, nein, das ist nur Zufall, ganz ehrlich. Porter, der Portalbewacher. Oh, hi John. Es ist gut zu wissen, dass ein anderer Söldner mir dass ich ihm zur Seite stehen kann. Wann immer du Hilfe brauchst, ich werde hinter dir stehen und dich anfeuern. Also wahrscheinlich ein gutes Stück hinter dir, aber ich werde dich lautstark anfeuern. Okay. Dann feuer mich mal lautstark an. Hier kann ich wieder Karotten pflücken. Solange es kein Karottier ist, das mich angreift, ja, alles in Ordnung. Hör dir das mal an. Ich stecke tief in der Klemme. Wegen der Karottentiere, die hier am Rot drehen, will keiner mehr meine Früchte kaufen. Das heißt, alle haben Angst, dass sie sich bei mir gekauften Karotten in Karottiere verwandeln würden. Also so, weißt du, kaufst du Karotte und dann springt die aus dem Kühlschrank plötzlich so ein Karottier entgegen. Nur, was soll ich deshalb machen? Meinst du, könntest ein paar für mich erledigen? Besiege 5 Karottiere und ich bin dir dankbar. Ich zahle auch ganz gut für deine Mühen. Die klingen 1000 Gulden und 5 Karotten. Oh ja. Denk doch an 5 Karottiere. Ich hab genau das. Soll die Gemüter meiner Kunden beruhigen. Soll ich dann auch ihren Skalp mitbringen, um zu beweisen? Haben Karottiere einen Skalp? Ist das dann das Gemüse auf ihrem Kopf oder sowas? Kok, kok, kok. Oh, was ist das? Grashüpfer. Cool, ich habe einen Grashüpfer gefangen. Kann ich hier irgendwelche Äpfel werden? Oh, das war eine Kastellblüte. Küken. Lala. Moment, ich habe doch jetzt das freigeschaltet mit dem Haustieren. Könnte ich mir nicht jetzt schon ein Haustier holen? Ich renne mal ein bisschen schneller. Das verbraucht ein paar von meinen Mana-Punkten, Anführungsstrichen, also Ausdauerpunkte, die man halt auch fürs Zaubern braucht und so. Deswegen bin ich ehrlich gesagt ganz froh, auf Söldner gewechselt zu haben, weil als Magier verbraucht man permanent Ausdauerpunkte und kann man gar nicht vor Gegnern wegrennen. Ich meine, hier drüben in der Stadt irgendwo gäbe es ein Gehege für Haustiere. So, hier ist übrigens, wenn man Schneider ist, der Anlaufpunkt. Die ganzen Händler hier unten mit ihren Symbolen auf der Karte, da sieht man halt immer, was für Händler es sind. Oh, hallo, Paul. Also ich habe mir ein paar meiner geliebten Pfannkuchen für einen kleinen Imbiss gekauft. Aber ich habe völlig vergessen, Sirup zu kaufen. Könntest du mir etwas grasebenen Honig bringen? 4 Töpfe sollten ausreichen. Ich will es ja nicht übertreiben. Ich werde dich für deine Mühen bezahlen. Wie wär's mit 200 Gulden? Na klar. Super, 4 Töpfe grasebenen Honig. Aber bitte beeil dich, sonst muss ich der Versuchung nachgeben und die Pfannkuchen so verputzen. Das ist dann nicht mein Problem. Geduld ist eine Tugend. Hier oben war das mit den Haustieren, glaube ich. Ich glaube, hier kann ich Haustiere kaufen. Hallo, magst du Tiere? Möchtest du gern eins haben? Der Name deines Haustiers kann im Mehrspielermodus für andere sichtbar sein. Ja. Mit deiner aktuellen Wonne kannst du ein Haustier halten. Möchtest du ein Hündchen oder ein Kätzchen? Ein Kätzchen. Ein Kätzchen, also in Ordnung. Und welche Farbe soll es haben? Weiß, wie mein Kater Mio. Weiße Katze, gefällt dir dieses Haustier? Ja, einfach toll. Gut, dann gib deinem zukünftigen Haustier doch bitte einen Namen. Ja, das ist dann unser Kätzchen Mio. Wartet. M. I. O. Oh, Mio, Mio. Mio, Mio. Ja. Gefällt dir der Name Mio? Ja. Das ist ein wirklich schöner Name. Er passt gut zu deinem Haustier, ganz ehrlich. Dein neues Haustier wird dir umgehend nach Hause geschickt. Viel Spaß. Lade andere in deine Gruppe ein, um mit ihnen Abenteuer zu bestehen. Bei einem verfügbaren Charakter erscheint Details unten rechts am oberen Bildschirm.
Öffne das Charakterprofil mit X und drücke dann Y, um den Charakter in die Gruppe einzuladen. Du erhältst Informationen zu Gruppenmitgliedern über Status im Hauptmenü. Je höher der Rang ist, desto mehr Charaktere können sich der Gruppe anschließen. Du kannst viele verschiedene Charaktere mit auf deine Abenteuer nehmen. Ja, das ist klar. In Story-Modus werden die dann entfernt und so weiter und so fort. Was damit gemeint ist, dass wir Haustiere in unsere Gruppe aufnehmen können und diese dann mit uns reisen. Später legen wir uns noch ein Hühnchen zu. Irgendwas Knuddeliges und Flauschiges. Jetzt müssen wir aber erstmal nach Hause. Ich habe schon wieder einen Brief bekommen. Was ist dann passiert? Zack. Und da, Brief von Brivia. Erhalte Geschenke durch Passwörter. Du kannst jetzt Passwörter auf dem Postamt nutzen. Wenn du welche kennst, komm einfach vorbei. Oh, Passwörter. Ich hatte mal eine Webseite dafür. Mit der man... Moment. Wo war sie denn? Ich habe die irgendwo abgespeichert. Fantasy Life Passwörter. Da können wir eventuell ein, zwei Mal nutzen. Hallo Kätzchen. Hallo Mio. Oh, Mio, Mio. Mio, Mio. In die Gruppe einladen. Ja, ja. Miau. Ah, super. Mio wird jetzt mit uns zusammen kämpfen. Und sich mit uns zusammen... in die Schlacht stürzen. Dann können wir jetzt einmal zum Postamt gehen und eins der Passwörter ausprobieren. Das müsste ich eigentlich hinkriegen. Wo war dann hier das Postamt? Wo war das Postamt? Das habe ich schon wieder vollkommen vergessen. Karte. Ich kann zu meinem Meister reisen. Ich will da... Orte... Vielleicht ist es im Einkaufsviertel, Handwerksviertel, wahrscheinlich eher weniger. Auf dem Hauptplatz hätte ich jetzt irgendwie eher gedacht, dass das hier ist. Das Postamt. Da kann man kaufen, da kann man speichern. Da kann ich bestimmte Sachen kaufen. Ich bin gerade überhaupt nicht mehr sicher, wo das Postamt ist. Ich bin gegen ein Küken gelaufen, es tut mir leid. Ist alles schon eine Weile her. Ach, da ist das Postamt, richtig. Hier, auf zum Postamt. Mit wem muss ich denn da reden? Muss ich mit dir reden? Frau Passwort! Ich hab knuffig seltene Items, doch erst brauche ich das Passwort, bitte. Ja! Was können wir denn da... Was können wir denn da nehmen? Was war das? Ein gutes, glaube ich, war Drachenzähmer. Drachen. Und wo ist das Z? Da. Das ist Zähmer. Das weiß ich sogar noch. Ja, ich habe dieses Spiel ja, wie gesagt, auch schon privat gespielt. Eine ganze Weile. Bestätigen. Ja. Passwort korrekt. Bitte hier, Knuff. Halt den Kopf des Drachenjungen. Halt eine Drachenseele. Drachenklauen. Drachenstampfer. Drachenflügel. Voll gut. Ich weiß gar nicht mehr. Konnte man da mehrere Passwörter eingeben? Ja. Ich gebe jetzt mal ein paar Sachen ein, an die ich mich noch einigermaßen erinnere. Ich glaube, das eine war Modeguru. Modeguru. Aber zusammengeschrieben oder getrennt? Modo-Guru müsste das gewesen sein. Ich finde es gerade nicht in der Liste hier. Das ist aber halt gar nicht so lange her, dass ich überhaupt erst angefangen habe, die Passwörter zu benutzen bei dem Spiel. Deswegen. Das wohl klappt? Oder das falsche Passwort? Okay. Aber ich dachte, ich war mir fast total sicher. Ach, ich hab einen langen Unterstrich gemacht. Weil ich dumm bin. Ich bin halt ein bisschen doof. Mode-Guru.
Solltet ihr auf jeden Fall auch mal suchen, halt Passwörter zu benutzen und so weiter und so fort. Die sind, glaube ich, aus irgendwelchen Aktionen oder so. Passwort korrekt. Hier bitte Knuff. Elegantes Stirnband. Elegantes Kleid. Oh. Elegantes Schuh. Das ist ja perfekt für einen Vampir. Ey, ich meinte, wir sind natürlich kein Vampir. Nein, ich wollte Menü und ich wollte zu Ausrüstungsgegenständen. Können wir denn hier irgendwas davon tragen? Das Klamotten zum Anziehen. Der ist ja sehr gut für uns. Das elegante Stirnband auch. Aber Alter, voll der Drachenhelm, voll gut. Das ist ja perfekt hier. Aber das als Drache rumlaufen, voll gut. Aber hier, die elegante Ausrüstung ist ja richtig Hammer. Also, ja, schick. Okay, und die Söldnerbeinlinge mussten wir jetzt ja ausziehen, weil wir ein Kleid angezogen haben. Drachenklauen wären halt voll gut, aber das sieht halt komisch aus jetzt, ne? Elegante Schuhe. Oh, und die Drachenflügel dazu? Sieht man die? Ah, so süß! Aber das sieht komisch aus. Da müssten wir jetzt irgendwie elegante Handschuhe tragen oder so. Also wir sehen auf jeden Fall eher aus wie ein Vampir jetzt. Auch wenn wir so ein extrem krasses Großschwert haben, wo ich mir einfach denke, was? Oh, was gab's denn noch? Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Es gab einige Passwörter. Aber auf jeden Fall sehen wir jetzt eher aus wie ein Vampir und das finde ich cool. Hallo, Frau Passwort. Ich sehe hier gerade eins, heißt Sonniger Spaß. Okay, versuchen wir das noch und dann sind wir fertig. Sonniger Spaß. Ich mag ja Gratis-Items, ne? Gratis-Items sind einfach großartig. Dann geben wir uns schon mal einen guten Bonus für den Start. Ja. Passwort korrekt, hier bitte Knuff-Knuff. Ein geschwundenes Stirnband, dann ein Sommerspaß-Oberteil, Sommerspaß-Hose, Zehentreter. Oh, schade, keine Handschuhe. Aber mal gucken, wie das aussieht. Ausrüstung. Das ist sogar besser für unseren Angriff. Schick. Das wäre dann hier unser Sommerspaß-Oberteil. Ah, verstehe. Das hier ist mehr sowas für Magier, ne? Das elegante Kleid. Weil das hier würde mehr Angriff geben und so. Mal gucken, wie das jetzt aussieht allgemein. Dazu dann diese Sachen hier. Und die Sommerspaßträter. Ja, sehr schick. Aber ich glaube, wir sollten dann doch das hier eher... Ja, dazu kann ich das nicht tragen. Das sieht einfach cooler aus. Damit sehen wir halt mehr aus wie ein Vampir, oder? Ich finde es ganz cool. Ich finde es okay so. Ich denke, das kann man so tragen. Mit dem Großschwert und den Handschuhen dazu ist schon extrem lustig. Ich sehe gerade, warte, es gibt noch eins. Ein Engelskostüm? Nee, das passt nicht zu einem Vampir. Was gibt's da? Schnuffelkleidung gibt es dann. Strandmöbel, Weihnachtseinrichtung, Feenpuppe. Frühlingskranz und Grasboden. Teufelset. Teufelset, das könnte doch interessant für uns sein. Leute, das Teufelset gucken wir uns jetzt noch an. Da bin ich ja neugierig. Das heißt feurige Furie, das Passwort. Feurige, hab ich richtig geschrieben, ja. Furie, Alter, dieser Bildschirm ist so winzig, ne? Furie. Bestätigen. Ja. Mal sehr gespannt. Passwort korrekt hier, bitte Knuff. Dämonenkopfschutz. Und dann teuflische Knuff. Das ist aber nicht so hübsch. Dämonenbeinkleid. Dämonenschuhe. Oh, Dämonenflügel, wie geil. Okay, die können wir uns auf jeden Fall anziehen. Ausrüstung. Also das ist ja jetzt hier als Kopfteil... LOL! Mir geht voll nicht. Mir geht auch voll nicht. Geht einfach voll nicht. Aber die Dämonenflügel, die ziehe ich gerne an. Wir sind jetzt ganz gut gegen magische Verteidigung. Also wir haben eine ganz gute magische Verteidigung. Unser Angriff ist zwar nicht so hoch, aber vielleicht kriegen wir irgendwann mal Handschuhe, die den... Ja gut, dann nehmen wir halt doch diese Handschuhe. Dann haben wir jetzt halt so... entsprechende... Drachenhandschuhe. Ist halt einfach so. Besser als gar nichts. Besser als die da einfach. Das sind unsere Statuswerte ganz okay. Ist ja lustig. Das müssen wir jetzt nur nach Hause bringen, was unser Inventar sonst fast voll ist, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir im Inventar haben. Ich
glaube, jetzt am Anfang sollten wir noch nicht das Problem haben, dass unser Inventar zu voll ist. Eieiei. Boah, wir sind ja jetzt schon... Ja, wir sind jetzt schon ein richtiger kleiner Vampir. Mit unseren süßen Kätzchen. Mio, mio. Mio, mio, mika, mia. So. Ja, dann wollen wir nach dieser langen Folge Story und Passwörter eingeben und so weiter und so fort uns doch mal auf den nächsten Part freuen, denn da werden wir in die Grasebene gehen und das erste Mal richtig schön Gegner prügeln, den Quests nachgehen und mal gucken, wie wir mit unserem Kampfsystem klarkommen und wie schnell wir aufleveln können. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr diese Videos so fleißig teilt, damit wir eine große Community zusammenkriegen. Das ist großartig. Danke auch für die vielen Kommentare zum Spiel, wie sehr euch darüber freut oder was ihr selber alles schon in so einem Spiel erlebt habt. Das ist immer sehr interessant und spannend zu lesen, wie ihr euer Leben hier in Fantasy Life gestaltet. Und natürlich auch fürs Bewerten des Videos. Bis zum nächsten Mal. Wir singen!